Im bald erscheinenden hackenden Event erhalten wir zwei neue SSR-Servants. Der erste, den wir uns jetzt anschauen können, ist unser 5-Star-Archer Minamoto no Tamitomo. Wir schauen hier mal seine grundlegenden Stats an, dann natürlich seine Anwendbarkeit und schließlich noch eine kleine Empfehlung, ob ihr ihn rollen solltet. Zuallererst sei erwähnt, dass er nicht limitiert ist, das bedeutet also, er kann euch auch wieder spooken und damit ist er, ich glaube seit Taigong, also knapp einem halben Jahr, der erste nicht limitierte 5-Star, den wir bekommen. Tamitomo hat einen sehr guten Attack-Wert mit 12.465, was nach Super Rind der zweitstärkste Attack-Stat aller 5-Star Archer ist, was schon mal eine sehr gute Ausgangslage für einen DPS ist und mit 13.326 einen akzeptablen Lebenspool. Dafür sind seine Face-Karten nicht allzu gut. Er besitzt eine ziemlich schlechte Quick-Karte mit sehr schlechter Star-Generation und dazu mittelmäßige Arts-Karten. Alles an anderem passable Stats, aber nichts, was wirklich einen Berg ausreißt. Nun zu seinen Skills. Der erste, Chinsei Hashiro, ist ein für 3 Züge und 3 attackbarer 50%iger Mana Burst und dazu für 3 Runden erhöht es sein Crit Damage um 30%. Insgesamt hat der Skill einen Cooldown von 5 Zügen. Das ist ein guter und teilweise in Buster Farms eben ein sehr guter Skills. Der Grund dahinter ist natürlich, 50% ist ein starker Mana Burst. Natürlich, dass es nur 3 Attacken gilt, ist immer unschön für längere Kämpfe, aber wenn wir uns jetzt alleine das Farming anschauen, ist das eine sehr coole Sache, da ihr natürlich den Skill reloaden könnt und so nicht nur auf 50, sondern leicht auf 100% Buster-Abkommen könnt. Der Crit-Damage mit 30% ist jetzt nichts Außergewöhnliches, aber natürlich auch eine gute Sache. Skill Nummer 2 ist Indomitable Bowmanship. Das ist ein Guts, was euch einmal für 3 Runden mit 2000 Leben wiederbelebt. Und wenn es aktiv wird, dann entfernt es alle seine Debuffs und erhöht sein MP-Damage einmal für 3 Runden um satte 20%. Dazu ist es noch ein MP-Charge mit 30%. Ein überladener Skill und definitiv der erste, den ihr leveln solltet, wenn ihr ihn rollen solltet. 30% MP-Batterie mit einem 6-Züge-Cooldown erlaubt es ihm natürlich mit Doppelkoyan und Oberon Buster zu reloaden und das ist fürs Farmen natürlich essentiell. Auf der anderen Seite ist er ganz in Ordnung, kein außergewöhnlicher Guts, aber natürlich die Bonuseffekte, die man dazu geschenkt bekommt, sind eine coole Sache. Survival ist immer nett und Guts ist natürlich auch in manchen Kämpfen sehr, sehr sinnvoll. Das Schöne ist eben, wenn man am Boden ist und wie gesagt ausradiert wird vom Gegner, dass er dann stärker nochmal aufsteht, ist eine gute Sache. So, und sein dritter Skill ist im Endeffekt sein Gimmick-Skill, Mechanical Archery EX. Ist einmal Evasion für 5 Züge für ihn, dann ist es ein Regenerated Buff, der euch jede Runde einen Stack gibt und so den MP-Damage erhöht zwischen 10 und 20%. Dazu erhöht es jede Runde für 5 Züge sein MP für 10% mit einem Cooldown insgesamt von 7 Zügen. Also, ein ziemlich überladener Skill und auf den ersten Blick sieht er auch richtig, richtig stark aus. Auf den zweiten Blick muss man das ein bisschen relativieren. Ignore Evasion ist immer ganz nett, wenn die Gegner natürlich Evade spammen, aber bei Tamitomo wirklich verschwendet. Der Grund dahinter, um hier schon mal zu spoilern, seine MP hat Ignore Invincibility, was es natürlich immer noch akzeptabel macht, aber seien wir ganz ernst, meistens werdet ihr auf diesen Skill verzichten können. Und der MP-Damage-Buff ist so eine Sache. Klar, 20% MP-Damage up sind eine sehr, sehr starke Sache. Faktisch ist, wenn ihr diesen Skill wirklich jetzt eben für 5 Runden laufen lasst, dann könnt ihr insgesamt 5 dieser MP-Damage-Stacks haben und 100% MP-Damage haben, was natürlich mega, mega gut ist. Das Blöde ist halt nur die Tatsache, dass es halt immer nur für einen Zug gilt, für eine Nutzung. Das bedeutet also, in einem klassischen Buster-Reload-System, wo ihr ihn wahrscheinlich nutzen wollt, ist es so, dass er jede Runde eben nur einen Stack hat, weil logischerweise jedes Mal, wenn er seine MP gibt, ein Stack verschwindet ist. Der MP-Regen-Rip-Buff ist in Ordnung, 10% sind natürlich eine gute Sache, doch es hängt natürlich dann sehr stark ab, wie ihr ihn spielt. In, wie gesagt, Farming macht das jetzt keinen Unterschied. In klassischeren Buster-Teams, wo wir später dann nochmal kommen wird, ist es ein guter Skill, doch im so aktuellen Meta-Koyan-Reload muss man leider sagen, geht es ein bisschen unter. Nichtsdestotrotz ein passabler Skill, der nur ein bisschen überschattet wird, dazu, dass er ein bisschen unkohärent ist.
So, seine Passiven sind nichts Außergewöhnliches. Debuff Resistance 15% ist nett und passiver Damage mit Crit Damage 8% ist in Ordnung. Natürlich sein Append Skill, den ersten, den ihr unbedingt machen solltet, wäre der Mana Loading, da ihr so insgesamt auf 50% Start MP solltet ihr den ersten Skill und den Append Skill auf Max Hub kommt, was natürlich ganz cool ist. Erwähnenwert zu erwähnen sei natürlich aber auch nochmal hier sein dritter Append, denn der gewährt euch hier den besten Append, den es gibt, nämlich der Bonus Damage gegen Berserker, was natürlich immer cool ist. So, und schließlich noch sein dritter Skill, Gojin Yumi Harizuki. Das ist ein AoE Bust MP, was Ignore Invincibility hat. Dazu noch Ignore Events, Events for Damage. Es erhöht den Buster Damage von ihm, solltet ihr auf Waterside Battlefield Zeit für 20% und für eine Runde. Und je nach Overcharge macht es noch Bonus Damage von 150-200%. Tamitomo ist ein AoE Buster Archer und damit kommen wir im Endeffekt schon zu seinem größten Manko. Tamitomo hat im Endeffekt natürlich eine klassische Funktion, wenn es ums Farming geht. Das ist ziemlich simpel, ihr packt ihn mit MLB Black Rail beziehungsweise dann noch zwei Koyan Skies und einem Oberon rein und tut eben seinen MP loopen. Das sollte ziemlich klassisch sein. In normalen Challenge Quests und schwereren Content hat er im Endeffekt natürlich ebenfalls, kann er diese Funktion nehmen. Doch interessanterweise muss man sagen, er glänzt mehr daran, wenn ihr nicht diese klassischen Buster-Teams nutzt. Klar, sein Damage ist jetzt nicht der schlechteste und wie gesagt, er hat einige coole Selbstbuffs. Doch diese sind halt immer nicht ganz so leicht zu aktivieren. Besser funktioniert der im Endeffekt, wenn ihr die unüblichen oder sag ich jetzt mal die älteren Setups nimmt. Sowas wie natürlich Merlin, sowas wie natürlich auch, wie gesagt, eine klassische Stall-Kombi mit Castoria oder so und natürlich Himiko. Wieso? Ganz einfach, da Tamitomos dritter Skill hier wirklich sich mehr auszahlt, wenn ihr eben nicht sein MP jede Runde hernimmt. Das ist, wie gesagt, etwas, was natürlich seit Koyan verpönt, könnte man schon so fast sagen, da es heutzutage natürlich gewöhnlich ist, dass man hier das MP ähnlich wie mit Quick oder Arts loopt. Und damit kommen wir im Endeffekt zu meinem Hauptkritikpunkt. Tamitomo hat unglaublich harte Konkurrenz. An sich hat er ein passables Skill-Set, was ein bisschen unkohärent ist und kann funktionieren. Aber da die Konkurrenz so schwer ist, ist es eben auch für ihn nicht unbedingt leicht herauszustechen. Sein größtes Manko ist schon mal allein von der Farming-Perspektive. Klar, er kann Buster loopen, aber wenn wir uns hier mal wieder unsere schöne Damage-Leiste anschauen, dann müssen wir, wenn wir auf ein klassisches Farming-Setup hier an King gehen, diese Werte uns anschauen, vielleicht hier nochmal diese Werte und das war es dann auch im Endeffekt schon. Sein Damage ist deutlich geringer als die der anderen und besonders wenn man sich überlegt, dass Ishtar und natürlich Tess eine 50 MP Batterie hat, Napoleon deutlich stärker ist und Gil E der stärkste ist, wer hätte es gedacht und dazu auch wenn beide nur 30% MP Damage haben, was diese schon mal im Endeffekt als Buster Looper im Endeffekt schon mal besser macht. Tamitomo kann das zwar, aber natürlich, wenn man andere Optionen hat, ist das so eine Sache. Und bei Challenge Quest, wie gesagt, haben wir hier das Problem, dass sein Skillset ein bisschen unkohärent ist. Schauen wir uns mal seinen zweiten Skill an. Das Ganze ist wirklich cool und die MP-Batterie ist nett. Doch das größte Problem ist halt, er hat schon wieder einen MP-Damage-Buff, der halt funktionieren kann, aber ihr werdet diesen sehr schwer selbst triggern können. Klar, man kann damit Taunts und was auch immer rumschmeißen, aber es ist dann halt immer noch nicht allzu leicht, das hier zu triggern. Sein erster Skill würde ich jetzt mal als gut erhalten. Wie gesagt, das ist ein cooler Skill, auch wenn ich immer nie so der Fan von Hit-Based Attacks bin. Doch das dritte Skill, wie gesagt, ist für mich in diesen klassischen Buster-Systemen eben nicht allzu hilfreich. Und das ist halt schade, weil das im Endeffekt sein Gimmick ist. Klar, wir sehen es auch hier, wenn wir diese schöne Damage-Liste anschauen und die ist jetzt noch nicht mal vollständig. Hier steht zum Beispiel nur, wenn er dreimal Stack, wenn er hier seinen Skill stackt. Also wie gesagt, sein Damage kann richtig, richtig gut sein. Aber Frage, wer will 3-4 Züge warten, damit er einen MP einsetzen kann? Weil das Lustige ist, sein dritter Skill hilft ihm gleichzeitig an seinen MP früher ranzukommen, aber gleichzeitig will euch das Spiel dazu lenken, dass ihr es eben nicht so oft annimmt. Dasselbe ist auch zum Beispiel mit seinem MP der Fall. Ihr habt zum Beispiel wieder noch einen weiteren Bonus-Damage mit Waterside Battlefield. Waterside Battlefield ist halt ein Feedbuff und solltet ihr jetzt nicht gerade Summer Melt als seinen Supporter nehmen, dann ist die Chance eben nicht allzu hoch, dass ihr ihn eben hernehmen könnt und das fehlt auch schon wieder. Ich habe das schon mit dem Ignore Invincibility und Ignore Evasion gesagt, ziemlich unkohärent und schließlich dann noch dein
Overcharge, der ist eben ganz, ganz, ganz cool. Eben, dass er Bonus-Damage gegen Lawful Enemies macht. Ist jetzt eine nette Nische und wie gesagt, der Damage-Multiplikator ist auch mit dem Overcharge, was ihn natürlich ganz gut macht. Doch, um hier wieder auf den Punkt zurückzukommen, die Konkurrenz macht Tametomo einfach schlechter. Das Problem ist halt, wenn wir uns die AoE-Buster Archer anschauen, dann haben wir hier Servant Seed zu den allerbesten im Spiel gehören. Wenn man ihn allein mit Ishtar vergleicht, fällt er schon hinab und das ist noch gar nicht, wenn man ihn mit Tesla und Gil, die zu den besten Servants im ganzen Spiel gehören, vergleicht. Zugegeben, und das ist im Endeffekt Tametomos größter Vorteil, im Gegensatz zu den drei ist er nicht limitierend und nicht Storylock. Aber im Endeffekt kann man ihn nur so bezeichnen, dass er so halbwegs auf dem Level von Napoleon ist. Und ja, das bedeutet natürlich, es ist ein hohes Niveau, weil Napoleon ist jetzt auch nicht schlecht. Doch die Frage ist, solltet ihr einen dieser Servants haben, dann werdet ihr von Tametomo nicht allzu sehr profitieren. Ich will ihn jetzt gar nicht mal so kaputt reden, weil wie gesagt, er ist an sich keine schlechte Einheit. Er hat gute Selbstdamage-Buff, er hat funktioniert auch in langsameren Teams, was natürlich fürs Master, die jetzt nicht die absoluten Meta-Supporter sind, absolut cool ist. Sein Design ist absolut badass, um es hier nochmal hervorzuheben. Und wie gesagt, AoE Buster Archer ist halt immer in FTO halt wirklich eine sehr gute Sache. Und im Gegensatz auch zu dem anderen Servant, über den wir bald reden, haben wir hier auch nicht direkt eine Low-Budget-Einheit, mit der man sagen kann, okay, die ist besser. Wir hätten Kid Gil, aber ich glaube, wir können sagen, Tametomo ist da doch ein weites Stück besser. Für mich ist Tametomo leider halt in diese Kategorie gerutscht, die halt unglaublich hart ist. Und wie gesagt, mit Gil und Tesla mitzuhalten, ist halt sehr schwer. Und das mal ganz abgesehen davon, dass wir ja noch andere AoE-Archer mit Sei und natürlich Jarcha haben, die ebenfalls noch sehr, sehr, sehr stark sind. Tametomo ist, wie gesagt, eine nette Option. Solltet ihr ihn im normalen Gacha bekommen und solltet ihr euch einfach spooken, ist er definitiv eine coole Sache. Solltet ihr besonders selbst noch keinen starken AoE-Archer haben. Doch in meinen Achten lohnt es sich nicht unbedingt, auf ihn zu rollen, wenn ihr schon andere Optionen habt. Besonders natürlich hier welche, die ebenfalls Buster loopen können. Also ich denke da natürlich an die ganz großen Morgen etc. etc. Am Endeffekt, wenn ihr überlegt, dass wir nicht allzu lange noch warten müssen, bis das Anniversary kommt, muss ich euch leider raten, von Tametomo abzurollen, weil, wie gesagt, er doch ein bisschen von der Konkurrenz geschlagen wird. Nichtsdestotrotz ein netter Servant. Wie gesagt, sollte ihr euch spooken, wird er euch seine Dienste machen. Und ja, liebe Leute, nun wäre meine Frage, rollt ihr auf Tametomo? Findet ihr sein Design genauso badass wie ich? Ich hoffe es. Liebe Leute, ich war Sam Simafix und das war unsere kleine Vorstellung von Tametomo. Ich habe ein Video gemacht. Ich hoffe, ich lade es davor auch. Ich werde jetzt wieder ein bisschen öfter so Servant-Videos machen. Und ja, liebe Leute, wie gesagt, wir haben ja ein paar Servants, die aktuell noch rauskommen. Deswegen werden wir uns hoffentlich noch öfter sehen. Ich war Sam Simafix und solltet ihr auf den Mechanical Dude rollen, dann wünsche ich natürlich sehr viel Glück beim Rollen. Haut rein, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.